Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Dragon Quest Monsters und der dunkle Prinz. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Quest Monsters. Ja, ich habe mein Versprechen wahr gemacht vom letzten Mal, meine Monster ein bisschen hoch trainiert. Also, mein Hauptteam ist Level 12 und die anderen habe ich so auch so ungefähr in die Richtung hoch trainiert. Aber bevor wir hier mit Story weitermachen, also ich in dieses Kolosseum reingehe, will ich die letzten zwei Monster hier mir noch anwerben. Ich habe die Ausgrenzen, während ich trainiert habe, auch tatsächlich schon gesehen. Und weiß zu welchen Jahreszeiten die auftauchen. Und das eine Monster müsste eigentlich jetzt gerade irgendwo hier rumgammeln. Hört man nicht den Drachen da. Den fordere ich heraus, sobald ich ein paar Level höher bin. Da, da ist das Monster. Das habe ich gesucht. Nämlich eine Zecke. Eine zänkische Zecke. Oh, ich habe den Autokampf noch an. Ja, das war gut, dass ich den Autokampf noch an hatte. Das war sehr gut, darf noch eine Zecke suchen. Ich mache das ab sofort übrigens so, dass ich immer irgendwas denen entgegenwerfe. Weil ich glaube, die Dinger werden uns nie ausgehen. Außerdem ist meine Chance ja so ein bisschen höher. Damit haben wir schon mal die zänkische Zecke. So, ich taufe dich Saugroma. Weil Zecken ja so saugende Viecher sind. Was hättest du denn so an Fähigkeiten? Begabungspunkte muss ich gucken. Ah, du kannst verlangsamen und hast Eisfähigkeiten. Investiere ich mal direkt rein. Wo wir schon beim Thema Begabungspunkte sind. Ich muss jetzt sowieso erstmal auf Winter warten, weil das zweite Monster erscheint erst bei Winter. Ich kann von meinem Hauptteam natürlich noch Begabungspunkte vergeben. Die habe ich offscreen jetzt nicht vergeben. Ich hätte gern einmal mehr Max-MP. Dann investiere ich. Ich gucke mir mal eben kurz die Fähigkeiten an, bevor ich da rein investiere. Stärkung will ich auf jeden Fall haben. Genauso wie Abschirmung. Gehen wäre noch in Ordnung. Also bis zu gehen würde sich das hier noch lohnen. Den Kriegsschrei will ich auf jeden Fall haben. Aber erstmal gebe ich ihm ein bisschen mehr Max-LP. Magieknaller. Okay, das könnte auf höheren Stufen ganz gut sein. Auch hier erhöhe ich die Max-LP. Ich will auf jeden Fall Wupp haben. Für die, die Wupp nicht kennen, das ist ein One-Hit-Kill. Aber hat eine relativ geringe Chance zu treffen. Ungefähr wie mit Eiseskälte und Geofissur bei Pokémon. Hat die Chance zu One-Hitten, tut's aber nicht wirklich immer. So, habe ich noch einen Ersatz fürs Heilen. Thanatos Terror, wenn der Gegner vergiftet ist oder gelähmt, dann macht das wesentlich mehr Damage. Ja, und jetzt muss ich erstmal warten, bis Winter ist. Wir sehen uns gleich im Winter. Und da ist es Winter. Und da vorne seht ihr schon. Das letzte Monster, was uns hier fehlt, ist ein Wolf. Nimm einfach mein Gammelfleisch und dann werbe ich dich an. Hat geklappt. So, den Wolf habe ich mal nach meinem Hund benannt. Ja, mein Hund heißt Gina. Ein kleiner Dackel. Du kannst auch Verlangsamung und Schwächung lernen. Ja, lern das ruhig mal. In die Kiste kommst du trotzdem. So, dann wollte ich mir jetzt hier noch die Kiste gönnen. Weil ich das nur kann, wenn der See weg ist.
3 Lebenssamen. Eben kurz den Schmock verprügelt, der mich einfach angegriffen hat. So, jetzt kann ich mich ja zum Labor rüber teleportieren. So, und dann lesen wir jetzt erstmal noch die Einträge zu den beiden. So, da haben wir als erst die Zecke und jetzt sitzen die beiden Kameraden noch hinten hier auf meinen Schultern. Mit ihren riesigen Augäpfeln können diese merkwürdigen Monster selbst in absoluter Dunkelheit hervorragend sehen. Sie sind hartnäckige Jäger und geben nicht auf, bis sie ihre Fangarme um die Beute wickeln. Und der faule Hund. Diese halb verwesenden Hunde waren an der Schöpfung gestorben, bevor sie von den Mächten der Dunkelheit wieder zum Leben erweckt wurden. Ihre Intelligenz ist jedoch längst erloschen. Ach, da bewirkt sie. So, jetzt wollen wir zu der Arena. Die ist dort hinten. Wir laufen die Treppe hoch. I hope you didn't have too tough a time getting here. Nee. So, how were the monsters? Did you have any trouble making new friends? Well, you say that, but you can't hide the truth from me. Ich fand wirklich, dass es einfach war, die anzuwerben. Dozens of this place won't join up with any old monster wrangler. Only those with a reputation. Most echelons in Nadiria have a big hitter. And beating them will do wonders for your reputation. But things are different here. You'll need to come out on top in Category G in the Morlaceum to boost your rep. And if you win, you'll be able to bag yourself a great prize. So, there's plenty to fight for. It sounds like winning Category G is your top priority if you want to scout the local monsters. Shall we head in? I'd like to learn more about this place. Ja, ich auch. Schnapp, ich habe schon ein geiles Serum noch nie gesehen. Auch lieber nach Hause, bevor dir was zustößt. Das hier ist ein Schlachtfeld, auf dem Monster Blut, Schweiß und Tränen vergießen. Und Schlimmeres, viel Schlimmeres. Ich würde sagen, wir nehmen einfach direkt teil. Hello there. Ich grüße dich, Schleimier. Willkommen im brüchigen geiles Serum. Du bist neu hier, habe ich recht? Ja, um dich zu registrieren, muss ich deinen Namen wissen. Ich bin viel zu besäftigt, um mit Touristen zu plaudern. Du bist halt so schüchtern und willst deine Identität verschleiern? Ist ja interessant. Wenn das so ist, muss ich dich unter einem Pseudonym eintragen. Einen Schlecknamen sozusagen. Okay. Ich heiße Geheimnis von der Fremde registriert. Ja, ganz ein Schleimfach. Wenn du alle 3 Kämpfe gewonnen hast, wirst du zum Champion der Kategorie gekrönt. Deine Monster werden nach jedem Kampf voll geheilt. Also halte dich nicht zurück. Ja, wie bei der anderen Monsterliga. Voila, schon bist du registriert. Sehe ich jetzt gleich in die Arena beglieben? Ja, natürlich. Oh, Bubbles. Na, also schon überlegt, in welcher Kategorie du heute starten willst? Natürlich in G. Ja, ich will da blobieren. Großartig, das macht uns so ein Goldman zum Glück dein Bestes. Welcome, one and all, to the Morlaceum's Category G Tournament. It's time to introduce our competitors. First up, his identity unknown. His origin, a mystery. We know him only by his enigmatic alias, the Cryptic Kid.
Ich finde es übrigens cool, dass es hier zwei Ligen gibt, an denen man hochkämpfen kann. Bei dem Spiel, den ich gespielt habe, gab es nämlich nur eine. Und du hast auch nur frostige Kameraden. Na gut, hier dasselbe wie bei der anderen Arena, ne? Ich kann wieder nichts auswählen. Ich mache einfach den Autokampf an und lass mich aus dem Bild. Und kommentiere einfach nebenbei. Ja, Knist, das ist schon mal eine gute Idee. Ich hoffe, dass meine Kameraden überhaupt stark genug hierfür sind. Also ich habe sie ja sogar extra hochtrainiert. Aber ich glaube, selbst so sieht es ein bisschen knapp aus. Oh, das hat's gesessen. Der Schneegnom zählt als Schleim? Okay. Nur noch der Totmann. Ja, erste Runde gewonnen, ne? Ich finde es interessant, dass die Monster kontrollieren. Nur Untote. The second matchup is about to commence. On your marks, get set, kill. Ach, ich muss schon wieder auf Autokampf drücken. Das Einzige, was ich halt einstellen muss, ist die Taktik. Ansonsten muss ich an meine Monster glauben. Nur noch der Rabe. Witnessing a meteoric rise of unprecedented proportions. Give it up for the Cryptic Kid! His next foe is a dedicated deviant who dares to deviate from the standard. It's Stats Beetle! Okay. The final matchup. Ich versuche die Monster zuzuordnen. Are you ready for action? Ja. This is it. On your marks. Get set. Cool. Mal gucken, wie knapp der Kampf wird. Das sind fliegende Untertassen. Ich würde sagen, das sind alle so Richtung Geist. Und eine reduzierte Abwehr, das ist schon mal gut. Das zählt aber nur für physische Angriffe. Einer ist schon mal tot. Ich glaube, wir könnten uns direkt auch an der nächsten Kategorie versuchen. Ich glaube, meine Monster sind stark genug dafür. Ja, guck mal, wir kommen hier easy durch. Mysterious monster wrangler, whose name remains hidden behind anonymity, the Cryptic Kid. Ja, mein Prestige ist gestiegen.
Die waren so schon einfach. Kuhui! You're pretty strong. Here's your prize for winning Category G. Okay. Einen gelben Portaliten. I think you're ready to step up a category next slime. I'll be rooting for you. Well, well, someone looks like the cat who got the cream. You're known across this echelon now. The local monsters are sure to take a shine to you now. That second piece of travelite you won should give us access to another circle of Naderia. Indeed. And you're bound to meet many more powerful monsters there. Well, shall we return to the tower and head to the next circle of Naderia? Ich wollte eigentlich noch eine Liga. All is proceeding as planned. But you're still far too weak to wrest the throne from your father. You must grow stronger. Okay, ich habe die Chance hier nochmal. Oder habe ich den nächsten Rang überhaupt schon? Ja, Kategorie F will ich mich nämlich direkt auch dran versuchen. Ich glaube, dass wir das schaffen können. Welcome to the Molosseum's Category F Tournament. Introducing our competitors for today. After a spine-tingling debut, our fresh-faced favorite is back for a further foray. It's the Cryptic Kid. Ich glaube, ich mache mal das Texttempo gleich mal ein bisschen höher. His opponent is a typhoon of torment, a hurricane of pain. The winds she whips up will drive anyone insane. It's Augusta. Vendetta. Okay, hauptsächlich fliegende Kameraden. It's time for our first match. On your marks, get set, go! So, ihr schafft das schon. Ich glaube an euch. Ich glaube, dass wir die Kategorie wirklich schaffen können. Aber guck mal, so stark scheinen die ja nicht zu sein. Zwei sind schon down. Zwei Leuten wurde der Zauber genommen. Nur noch die Sausmaus ist da. Zwar ein bisschen knapp, aber im Bereich des Möglichen halt. The Cryptic Kid. What a tremendous tussle that was. Give it up for the victor. Our next competitor. Oh, um Gottes Willen, ein Wampdrache. Second match is about to begin. On your marks, get set, go. Okay. Oh, das war ein Crit.
Die Schachlaut ist eine schöne Fähigkeit. Ich mag es, wenn sie sich selber Schaden zufügen. Okay, die Giftexe ist schon mal weg. Genau, Sunny, konzentrier du dich mal aufs Heilen. Ich glaube an unsere Leute. Nur noch der Ritter ist da. Heil doch lieber. Der Ritter hat einiges ausgehalten. Jetzt kommt erst der heftige Kampf. But will his next opponent succeed in sabotaging his ascent? He's a swordmaster who forecast disaster so fast to be aghast to the very last. It's the great Ian Visible! Oh, das könnte schlimm werden, da ist ein Jäger. Die waren immer heftig bei diesen Spielen. Ich hoffe, dass sie sich auf die Kleinen trotzdem zuerst konzentrieren. So. Ja, der Multi-Hieb ist genau das, was mir Angst macht. Sunny, du musst heilen. Aber nicht drauf gehen. Wir haben unseren Healer verloren. Nee, Rang F ist noch ein bisschen zu schwer. Wegen dem Roboter. Ich bezweifle, dass die zwei das jetzt noch schaffen. Ihr müssten sich, wenn, auf das Schwert konzentrieren, da. Nee. Genau deswegen sind diese Roboter so gefährlich. Die können doppelt angreifen. Danke, wir haben es ja zumindest versucht. So, dann nutze ich Teleportation und setze mich zum Tower. Obwohl, waren hier nicht noch ein paar Läden? Die will ich mir vorher anschauen. Dafür komme ich auch noch mal eben kurz ins Bild zurück. Ja, hier waren eine Herberge. Die Bank. Laden. Und den Zauberwasser kaufe ich mir, glaube ich, ein bisschen was. Na komm, gib mir maximal an dem Heilwasser. Okay, Teleport im Tower. If we want to go to the next circle of Nadiria. We'll need to head home first, so I can perform the rite of passage. Okay. Well then,
Here we come. So, dann durch das Portal, ne? Ja, zurückkehren. So, ablegen. Ach, sie muss nicht noch mal tanzen. Okay. Ich würde aber sagen, diesen neuen Kreis. Ich wollte gerade sagen, diesen neuen Kreis schauen wir uns beim nächsten Mal an. Du bist schon gewachsen. Du siehst auf jeden Fall stärker aus als vorher. Aber ich wollte dich was fragen. Willst du herausfinden, wie du deine Monster synthetisieren kannst, um stärkere Monster zu erschaffen? Ja. Also in Tilt verschmelzen die Essenzen zweier Monster und daraus geht ein neues, stärkeres Geschöpf hervor. Eins musst du aber wissen, Junge. Du kannst Monster erst synthetisieren, wenn sie Stufe 10 erreicht haben. Klaro. Allerdings musst du den Monstern, die du miteinander synthetisierst, leider Lebewohl sagen. Jetzt habe ich dir aber lang genug die Ohren vollgequatscht, oder? Du kannst die Prozedur im Keller des Turms durchführen. Ich gehe schon mal vor, Junge. Auch das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Ich würde sagen, wir machen hier an der Stelle jetzt erstmal Schluss. Ich hoffe, dass ihr alle Spaß beim Zusehen hattet. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.